Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Ich habe ein Geschenk für die beste Tochter der Welt. Was? Ein Geschenk für mich? Mama, du bist die Beste. Sie hat gesagt, für ihre Lieblingstochter, also für mich. Natürlich für meine kleine Stella. Hier, bitteschön. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe mir was ganz Besonderes überlegt. Oh, ich muss schnell aufs Klo. Ich habe Durchfall. Oh je, arme Mama, das klang ja gar nicht gut. Aber schauen wir mal, was im Geschenk denn ist. Fast and the Furious. Boah, Mama ist die Beste. Ich werde heute einen Kinoabend machen. Das wird so cool. Und Popcorn und Cola. Wir haben keine Cola, aber wir haben Red Bull im Kühlschrank. Komm, lass uns einen Filmabend machen. Hehehehe, Mama ist einfach die Beste. Ich bin ihre Lieblingstochter. Jetzt schauen wir meinen Lieblingsfilm an. Boah, ich liebe den Film. Und jetzt will ich Popcorn essen. Und Red Bull. Das verleiht scheinbar Flügel. Vorzüglich. Oh, ich will auch Red Bull probieren. Darf ich ein bisschen noch von dir haben? Ja, ausnahmsweise. Ich habe auch kein Red Bull mehr. Kann ich von dir? Mann, ich habe meines nicht mal fertig getrunken. Und Red Bull ist nicht für Kinder. Dankeschön, du bist die beste Schwester. Oh, das war genau richtig. Aber ich habe jetzt gar keine Popcorn mehr. Du hast alles aufgegessen. Oh, jetzt muss ich mir eine neue holen und der Film ist schon fast fertig. Oh, eine Portion. Okay, perfekt. Ich freue mich schon so. Lecker, lecker, schmecker. Oh, ein Red Bull gibt's noch. Oh, wie schön ihr miteinander spielt. Ach, ich habe echt brave Töchter. Rosie, kannst du deiner Schwester nicht auch Sachen geben? Du bist ganz schön egoistisch. Und wenn du dich fragst, warum Stella meine Lieblingstochter ist, sie ist nicht so egoistisch wie du. Aber Mama, ich habe ihr doch schon Popcorn und mein Getränk gegeben. Ich will auch was essen. Und jetzt lügst du mich auch noch so frech an. Nein, also das geht gar nicht. Hier, jetzt bekommst du das, Stella, okay? Guten Appetit, meine süße Kleine. Ich habe aber jetzt auch Durst. Oh, du bist so arm jetzt. Gib deiner Schwester dein Getränk. Hier, nimm Red Bull. Red Bull ist nämlich für Kinder sehr gesund, hat nämlich sehr viele Vitamine. Oh, du bist so arm. Ich gehe schnell los und kauf dir noch mehr Getränke, okay? Ja, Mama, du bist die Beste. Ich habe Red Bull, ich habe Red Bull und frische Popcorn auch. Hm. Nichts geht über frische Popcorn. Vorzüglich. Ach, du schaust so böse drein. Keine Sorge, ich habe auch Popcorn für dich. Ich bin auch eine liebe Schwester. Hier, Special Edition Popcorn. Das ist doch genau dein Geschmack, Schwesterherz. Das ist verbrannte Popcorn. Das will ich nicht. Oh, Mann, der Filmeabend war so toll. Was sagst du dazu? Ja, er war echt toll. Ich habe halt totalen Durst und Hunger jetzt. Um Gottes Willen, wie schaut es denn hier aus? Rosie, kannst du nicht etwas aufräumen? Aber ich habe den Saustall nicht gemacht. Das war Stella. Bitte, Mama, du musst mir glauben. Und ich habe nicht mal so viel Spielzeug. Ich will nichts mehr hören, Rosie. Du bist die große Schwester. Du musst aufräumen. Oh, ich kann nicht glauben. Jetzt muss ich noch deinen Müll aufräumen. Du wusstest ganz genau, dass Mama das sagen wird. Und deshalb hast du extra so viel Müll gemacht. Oh, überall ist dein Zeug. Kannst du nicht ein bisschen ordentlicher sein? Mama bestraft immer nur mich. Und dich, bei dir macht sie nie was. Oh, ich bin jetzt so müde. Ich habe keine Kraft mehr. Ein bisschen Sport tut ihr sicher gut. Oh, endlich ist sie eingeschlafen. Wenn sie denkt, dass es das letzte Mal war, wo sie aufgeräumt hat, dann hat sie sich geschnitten. Ich hoffe, sie freut sich, wenn sie morgen aufwacht auf diese kleine Überraschung. Gute Nacht. Kikiriki. Aufstehen, meine Süßen. Stella, meine Prinzessin, wach auf. Oh, wie schaut es denn hier aus? Rosie, wach gefälligst aus. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufräumen? Oh, ja, Mama. Was ist denn los? Wie schaut es denn hier aus? Ich habe dir doch gestern klipp und klar gesagt, dass du aufräumen sollst. Wieso hörst du nicht auf mich? Ich habe dir doch gesagt, dass du nicht schlafen gehen sollst gestern und dass du aufräumen sollst und dass Mama sonst wütend wird. Oh Mann, ich hätte dir doch geholfen, hättest du mir nicht nur gefragt. Also Rosie, wenn du nicht alles aufräumst, bekommst du kein Frühstück. Ich gehe jetzt frühstücken. Ja, geh ruhig frühstücken. Ich weiß ganz genau, dass es du warst. Oh, nicht schon wieder. Ich habe mich so auf das Frühstücken gefreut. Und jetzt muss ich schon wieder aufräumen. Ich verstehe nicht, wieso Mama mir einfach nicht glauben kann. Nur weil sie jünger ist.
Oh, endlich bin ich fertig. Und ich habe solchen Hunger schon. Ich freue mich schon richtig auf das Frühstück, was Mama mir wohl zum Frühstück gemacht hat. Lecker. Es riecht schon so gut hier. Mama, was gibt es denn zum Frühstück? Ich habe richtigen Kohldampf. Oh, es gibt Spiegeleier, mein Lieblingsessen. So, Stella, dein Essen ist fertig. Natürlich gibt es nur das Beste für dich. Ich habe dein Lieblingsessen gemacht. Also Eier mit Eier und Eier und Pancakes und ein Würstel und Hotdog und Speck. Danke, Mama, du bist die Beste. Das riecht sowas von lecker. Und Mama, was bekomme ich dann zum Frühstück? Du hast doch gar nichts für mich dann gekocht. Da du mir nicht gehorcht hast in der Früh, bekommst du das hier, ein Toast. Aber das ist doch abgelaufen, schon seit vorgestern. Jetzt sei doch nicht so undankbar. Es gibt Menschen, die nichts zum Essen haben. Lecker, danke schön, Mama. Oh, du bist so höflich, wie du dich bei mir bedankst. Oh, Stella, natürlich, ich mache das immer wieder gerne für dich. Oh, jetzt muss ich noch trockenen Toast essen. Boah, richtig trocken. Oh, jetzt hör auf, so undankbar zu sein. Und ich will, dass du das Wohnzimmer auch noch aufräumst. Ja, Mama, ich komme ja schon. Oh, und ich werde mir noch ein leckeres Dessert gönnen. McFlurry, mein Lieblingseisdessert. Also, Rosi, weil du Geburtstag hast, darfst du dir alles aussuchen, was du willst. Was willst du haben? Ich weiß, du magst Apple. Ich habe mir gedacht, so ein Schlüsselanhänger. Mama, dieser MacBook wäre perfekt, weil unser Klassenvorstand hat gesagt, alle Kinder brauchen jetzt einen, weil mit dem iPad kann man so viel einfacher lernen. Also nein, ein Laptop? Der ist doch viel zu teuer. Wofür brauchst du denn einen Laptop? Also nein, den legst du mir bitte zurück, ja? Aber Mama, hörst du mir überhaupt zu? Der Klassenvorstand hat gesagt, wir brauchen alle einen. Mal abgesehen davon, wir haben überhaupt gar kein Geld für sowas. Das ist doch viel zu teuer. Nein, also den legst du bitte zurück. Wir kaufen dir den Schlüsselanhänger und keine Widerrede. Und zurück damit. Okay, dann halt nur einen Schlüsselanhänger zu meinem Geburtstag. Und hier sind wir auch schon bei der Geburtstagsparty von unserer lieben Rose. Ich habe all deine Freunde eingeladen, aber es ist halt keiner gekommen. Sie hat halt nicht so viele Freunde wie ich, Mama. Aber egal, Mama, hast du mir auch Geschenke mitgebracht? Oh, Stella, natürlich habe ich dir zu Rosis Geburtstag Geschenke gekauft. Was ist das für eine Frage? Hier, bitteschön. Mama, du bist die Beste. Du weißt, ich liebe Geschenke. Boah, das ist ja Shrek vom Anime Paw Patrol, Mama. Und was ist das für ein Geschenk? Das gehört natürlich auch mir, oder? Boah, was ist denn das, Mama? Aber du hast gesagt, wir haben kein Geld für sowas und Stella weiß nicht mal, was das ist. Bist du schon wieder undankbar? Ich habe dir einen Schlüsselanhänger gekauft. Was willst du noch? Und wenn ich noch ein freches Wort von dir höre, darf Stella deinen Geburtstagskuchen alleine essen, okay? Natürlich weiß ich, was das ist. Ein Frisbee. Whee! Lecker Kuchen. Aber das war doch mein Geburtstagskuchen. Ich habe gewusst, dass du was Freches sagen wirst. Deswegen durfte Stella deine Torte essen. Und jetzt hör auf, so neidisch auf deine Schwester zu sein. Gönn ihr doch auch mal was. Ich weiß auch nicht, wieso Rosie so gemein ist. Wow, ich wusste gar nicht, dass es auch ein Trampolin ist. Ui, ui. Warte mal, was war das für ein komisches Geräusch? Es klang so, als ob irgendwas zerbrochen ist. Das war der schlimmste Geburtstag, den ich jemals hatte. Ach, ich werde mir heute ein wunderbares Schaumbad gönnen. Warte mal, Stella, was machst du denn da, bitte schön? Ach, mir ist mein neuer Laptop aus Versehen in die Toilette gefallen und jetzt bin ich in der Badewanne und muss ihn natürlich waschen. Warte mal, was meinst du mit, du wäschst den Laptop? Stella, das ist so gefährlich, das darfst du nicht machen. Sag mal, spinnst du? Gib mir den Laptop her. Du hättest dich da umbringen können. Was ist das denn hier für ein Lärm? Was ist denn hier los? Rosie, was machst du? Willst du etwa deine Schwester umbringen? Gib mir den Laptop her. Das ist gefährlich, mit Elektrizität in der Badewanne zu sein. Komm, Stella, ich hol dich aus der Badewanne raus. Komm, ich kauf dir einen neuen Laptop, okay? Gehen wir zum Elektrogeschäft. Aber, ich wollte sie doch nur beschützen. Ein paar Stunden später. Na, was fällt dir ein, so in Ruhe zu schlafen? Ich werde eher einen Streich spielen. Ich werde den Wecker für morgen ausstellen. Mal schauen, wie die Mama drauf reagieren wird morgen in der Früh. Kikeriki!
Rosie, Stella, wacht auf, ihr habt's verschlafen. Oh, Rosie, hast du deine Schwester nicht aufwecken können? Was? Ich hab doch den Wecker gestellt. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich den Wecker gestellt habe für die Schule. Ich weiß nicht, was passiert ist, Mama. Ich möchte deine vollen Ausreden nicht hören. Los, Stella, wach auf. Wegen deiner Schwester hast du verschlafen. Oh Mann, Rosie, ich hab dir doch gestern gesagt, dass du den Wecker stellen solltest. Und du meintest, nein, nein, passt schon, ich will nicht in die Schule. Was höre ich da? Du hast absichtlich den Wecker nicht gestellt und wegen dir habt ihr beide verschlafen? Also nein, Rosie, das geht nicht. Nein, Stella, was redest du? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe den Wecker 100% gestellt, damit wir nicht verschlafen. Nicht nur, dass du lügst, jetzt sagst du auch noch, dass deine Schwester eine Lügnerin ist. Also nein, als Strafe nehme ich dir deinen Schlüsselanhänger, den du zum Geburtstag bekommen hast, auch noch weg. Und jetzt bring deine Schwester zum Kindergarten und geh in die Schule. Oh Mann, heute haben wir im Kindergarten einen Test und wegen dir haben wir ihn verpasst. Also Rosie, wegen dir, deine arme Schwester. Ach Mensch, Mama. Also Stella, komm, lass uns gehen. Ich bringe dich in den Kindergarten. Oh Mann, nachdem ich die Stella in den Kindergarten gebracht habe, komme ich sogar noch zu spät in die Schule. Ich bin mir so sicher, dass ich den Wecker gestellt habe. Warte mal, was macht dieser süße Hund hier ganz alleine? Hat man dich ausgesetzt? Du bist so süß und knuffelig. Du hast sicher Hunger, oder? Ach, du bist ja ganz knöchrig, du armer Hund. Was? Du hast nur das gegessen? Oh nein, weißt du was? Du kommst jetzt mit mir nach Hause. Mama wird es sicher nicht erlauben, aber ich werde dich einfach verstecken. Und Essen wirst du dann auch bekommen, du süßer kleiner Hund. Für den armen Hund, den ich gefunden habe bei der Müllhalde, werde ich jetzt ein paar Sachen kaufen. Zum Glück habe ich noch etwas Taschengeld übrig. Okay, was brauche ich denn? Lalalala. Oh, oh, Entschuldigung, das war nicht mit Absicht. Oh. Na, junge Lady, passen Sie bitte auf. Ich bin doch taub, eindeutig. Oh Mann, das war wirklich nicht mit Absicht. Aber egal, jetzt muss ich mich auf meinen neuen Hund konzentrieren. Was essen Hunde denn nur? Essen Hunde Würmer? Nein, das klingt falsch. Ah, hier haben wir Hundeessen. Perfekt, einmal Hundeessen. Und was brauchen Hunde sonst noch so? Warte, eine Haarbürste? Wo ist eine Haarbürste nur? Ah, hier haben wir eine Hundehaarbürste. Und ich glaube, das war eh schon alles. Ah, einen kleinen Ball noch zum Spielen. Perfekt. Ach, das wird so toll. Das wird dir so gut gefallen. Okay, jetzt gehen wir bezahlen. Oh, schau mal, diese drei Katzen an. Wie süß. Scheinbar hat jemand Geburtstag. Hallo, ich würde das alles gerne kaufen. Wie viel würde dann das alles kosten? Okay, die Bürste kostet 5 Euro, der Ball kostet 6 Euro und das Essen kostet 10 Euro. Und insgesamt kostet alles zusammen 8 Euro. Okay, danke schön. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt haben wir alles für dich gekauft, aber etwas muss ich leider noch machen. Und zwar muss ich dich putzen. Du bist nämlich ganz schön dreckig, voller Matsch. Okay, perfekt. Und jetzt bist du wieder super sauber. Fühlt sich doch viel besser an, oder? Und ich habe einen neuen Namen für dich. Ich werde dich jetzt Toasty nennen. Wie gefällt dir der Name? Gut? Also Toasty, das wird jetzt dein neues Zuhause werden. Oh, warte, Stella und die Mama sind daheim. Ich muss dich leider verstecken gehen. Bitte mach keinen Murks, weil sonst werden sie mir draufkommen, dass ich einen Hund im Rucksack habe. Oh, hallo, ich bin wieder daheim. Oh, Stella, du bist ja auch schon vom Kindergarten wieder da. Wieso bist du so glücklich? Ja, das ist wirklich merkwürdig. Warum bist du so glücklich? Ich hatte einfach einen guten Tag in der Schule. Keine Sorge, ich werde schon herausfinden, wieso du heute so glücklich bist. Von was redest du? Was willst du herausfinden? Alles ist doch okay. Schau mal, im Fernseher kommt Naruto. Also mir ist es egal, warum du heute so glücklich bist. Ich will, dass du die Wäsche machst, dass du die Geschirrspüle ausräumst und alles andere machst. Ja, werde ich machen. Und ich werde sogar die Toiletten putzen. Ich weiß ja, dass sie gerne braune Spuren hinterlässt. Oh, was war das für ein Geräusch? Meine Schuhe sind so quietschig heute. Ich gehe mal ins Zimmer. Boah, da hatten wir aber Glück. Ich hatte so Angst, dass Stella mir draufkommt. Aber zum Glück haben sie es nicht gemerkt, dass ich einen Hund im Rucksack versteckt habe. So, und jetzt gibt es was für dich zum Essen. Du musst sicher totalen Hunger haben. So, perfekt. Ich hoffe, das wird dir schmecken, Toasty. Und wenn du Hunger hast, dann kaufe ich dir noch mehr. Keine Angst, die Hundekekse sind nicht vergiftet. Du kannst mir trauen. Lecker, oder? Ich wusste doch, dass es dir gut schmecken wird. Ah, du bist so süß.
Und Toasty, ich verspreche dir, sobald ich mehr Geld habe, werde ich dir ein Bett kaufen. Toasty, was machst du? Komm bitte runter. Toasty, hör auf, das ist Dallas Bett. Ich bekomme Ärger wegen dir. Bitte, bitte, hör auf. Komm, sei ein gutes Hündchen. Genau so ist richtig. Du bist so brav. Hündchen, nein. Toasty, was machst du? Komm runter. Nein, was hast du gemacht, du böser Hund? Ah, ich weiß, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast. Ich habe dir nämlich auch keine Hundetoilette gekauft. Oh, was soll ich nur machen? Oh nein, ich glaube, Stella kommt. Und du musst dich verstecken, du musst dich verstecken. Bitte geh sofort wieder in den Rucksack und mach keinen Mucks. Was habe ich hier gehört? Ich war mir so sicher, dass ich eine Katze bellen gehört habe. Sag mal, Rosie, was machst du denn hier? Was ich mache? Netflix und Chill und so. Und was machst du? Ich werde schon noch herausfinden, was du von mir verheimlichen willst. Aber jetzt will ich ein Mittagsschläfchen machen, weil ich bin so müde. Was ist das auf meinem Kissen? Da ist ja Kaka auf meinem Kissen, Mama. Stella, warte. Ich kann es erklären. Bitte geh nicht zu Mama. Mama, du wirst es nicht glauben, aber Rosie hat in meinem Bett Kaka gemacht. Ich wollte nur ein Mittagsschläfchen machen. Was höre ich da? Rosie hat in dein Bett gekackt? Na, also, ach, das geht nicht. Komm, meine Tochter, gehen wir sofort. Also, die wird was erleben. Rosie, hast du etwa wirklich in das Bett von deiner Schwester gekackt? Nein, Mama, du musst mir glauben, ich würde niemals in ein Bett Kacke machen. Ich bin doch kein Tier. Bitte glaube mir, ich war das nicht. Ich meine, wer macht denn sowas Ekliges, einfach in das Bett von einem kleinen Mädchen zu kacken? Wenn du es nicht warst, wer soll es sonst gewesen sein, hä, Rosie? Haben wir etwa, keine Ahnung, einen Hund? Mama, ich glaube, ich weiß, wer es gewesen war. Weil irgendwo kann ich ein Miauen hören. Warte mal, ich glaube, es kommt aus diesem Rucksack. Schauen wir mal, was drinnen ist. Oh, geht, Mama, eine Kanalratte ist aus ihrem Rucksack gesprungen. Oh, eine Ratte. Nein, warte, das ist doch ein Köter. Mama, Rosie will mich töten. Sie weiß ganz genau, dass ich allergisch gegen Hundehaare bin. Seit wann hast du eine Katzen- und Hundeallergie? Du wolltest ja immer einen Hund haben. Und Mama, können wir ihn bitte behalten? Er hat sonst kein Zuhause. Er ist ganz alleine. Mama, mein Hals. Dieser Hund muss verschwinden. Wir haben kein Geld, um dass wir uns auch noch um einen Hund kümmern müssen. Ganz sicher nicht. Hier, nimm diese Ratte. Ich gebe sie hier wieder in deinen Rucksack. Und den bringst du zurück, wo du ihn hergenommen hast. Und als Strafe für die Kacke musst du das jetzt essen. Guten Appetit. Mama, hör auf. Wieso bist du so gemein? Also, ich kann nicht glauben, dass Mama mich gezwungen hat, Toasty wieder zurückzubringen. Und das Schlimmste ist, meine Strafe war, dass ich Kacke essen muss. Wie konnte sie mir das antun? Es tut mir so leid, Toasty. Nein, ich kann dich leider nicht mehr mitnehmen. Meine Mama hat mir es verboten, dass du bei uns wohnen darfst. Aber ich verspreche dir, dass ich jeden Tag vorbeischauen werde und dir Essen bringen. Also, Toasty, sei ein gutes Hündchen und warte hier auf mich. Morgen, bevor ich in die Schule gehe, werde ich dir noch Essen vorbeibringen, okay? Und jetzt muss ich wieder nach Hause gehen. Oh nein. Ich weiß, es tut mir so leid, aber ich kann dich wirklich nicht mitnehmen. Bis morgen. Rosie, wach auf. Wegen dir haben wir schon wieder verschlafen. Aber meine Schule fängt doch erst in 2 Stunden an, Mama. Du weißt genau, dass es deine Aufgabe ist, deine Schwester aufzuwecken und in den Kindergarten zu bringen. Oh, Mama. Eigentlich ist es die Aufgabe von dir, Stella, in den Kindergarten zu bringen. Vor allem, weil sie hat 2 Stunden vor mir. Ich könnte jetzt einfach 2 Stunden schlafen, aber nein, ich muss sie in den Kindergarten bringen. Also, Stella, hast du alles? Hast du deinen Rucksack? Komm, lass uns gehen. Ich möchte nichts mehr hören, Rosie. Jetzt bring deine Schwester in den Kindergarten. Ich spiele dabei ein bisschen Fortnite. Ich habe doch gesagt, dass ich sie bringe. Oh, komm, Stella, lass uns jetzt gehen. Kannst du heute bitte selber in den Kindergarten gehen, Stella? Aber wer trägt mir dann meinen schweren Rucksack, wenn nicht du? Ach, Stella, Mama erlaubt dir sogar alleine nach Hause zu laufen. Ich weiß auch nicht, wieso ich dich immer noch in den Kindergarten bringen muss. Du weißt ganz genau, wie man nach Hause kommt. Also, bis später. Na, warte, was fällt dir ein, mir den Rucksack nicht in den Kindergarten zu tragen? Toasty, ich bin da. Hast du mich vermisst?
Oh, Toasty, ah, das kitzelt, hör auf. Ich habe dir was zum Essen mitgebracht. Ich hoffe, du musst es nicht zu lange warten. Dein Lieblingsessen. Ham, 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 ham. Und natürlich habe ich dir deine Lieblingskekse mitgebracht. Keine Sorge, ich bringe dir noch mehr dieser Kekse vorbei nach der Schule. Warte mal, jetzt wo wir von der Schule reden. Ich bin ja zu spät zur Schule. Also ich muss los, Toasty. Wir sehen uns dann nach der Schule. Anstatt mich in den Kindergarten zu bringen, hat sie dich gefüttert, du ekelhafte Kanalratte. Oh, das muss ich so von Mama erzählen. Und für dich wird es kein Essen mehr geben, denn ich werde jetzt einen Futternapf nehmen und wegschmeißen. Also wirklich, ich habe jetzt noch Gänsehaut beim Gedanken daran, dass Rosie diese ekelhafte Kanalratte bei uns im Zimmer hatte. Und es war sogar auf meinem Bett. Oh, ekelhaft. Warte mal, was ist denn das in der Ecke? Oh nein, eine liebe Katze. Du bist ja wunderschön und du bist so flauschig. Komm her, Kätzchen. Dich werde ich behalten. Miau, 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 miau. Ach, das bedeutet wohl, dass du willst, dass ich dich mit nach Hause nehme. Ach, du süße Katze, du willst ja wirklich, dass ich dich mit nach Hause nehme. Komm, meine Mama wird dich auch lieben, weil du so kuschelig bist. Schalli, ich koche so gerne. Ich bin nämlich eine gute Mutter. La, da, 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 da. Hallo Mama, ich bin wieder da von der Schule. Was gibt es denn zum Essen? Ach, Rosie, weinst du etwa noch immer diesen Köter hinterher? Es tut mir leid, aber wir konnten uns nicht leisten, einen Hund zu haben. Das geht nicht. Wir sind ja nicht reich. Jetzt mache ich schnell das Mittagessen. Es gibt lecker Pancakes. Und für dich, ach, finde ich schon irgendwelche Reste noch im Kühlschrank. Keine Sorge, du bekommst auch was. Mama, Mama, schau mal, was ich auf der Straße gefunden habe. Diese wunderschöne Katze, sie ist so süß. Dürfen wir sie bitte behalten? Bitte, Mama. Ich will sie behalten. Bitte. Schau mal, sie fühlt sich schon wie zu Hause hier. Komm, Kätzchen, komm in meine Arme. Dieses Tier ist ja wunderschön. Ich habe schon immer gesagt, dass uns ein Haustier fehlt. Ja, wir adoptieren diese süße kleine Katze. Mama, du bist die Allerbeste. Kätzchen, hast du das gehört? Von nun an darfst du mit uns zusammen wohnen. Das ist dein neues Zuhause. Ich bin so froh. Wie soll ich das Kätzchen denn nur nennen, Mama? Ist das euer Ernst? Ich musste meinen Hund zurückgeben, aber Stella darf diese Katze behalten. Sie ist doch scheinbar allergisch gegen Katzenhaare, Mama. Weißt du nicht mehr? Das, was du hattest, war kein Hund. Das war eine Ratte. Ich adoptiere doch keine Ratte. Aber dieses unschuldige, süße, kleine Kätzchen, das müssen wir doch aufnehmen. Mama, das ist so unfair. Immer bevorzugst du Stella. Haha. Mama, ich habe jetzt langsam echt Hunger. Natürlich, meine Süße. Nur das Beste für meinen Liebling. Hier, Pancakes. Für dich. Und für deine Katze werden wir auch schon irgendwas finden. Lass mich schauen. Oh, schau mal, wir können ihr die Pizzareste geben. Eigentlich wollte ich das deiner Schwester zum Essen geben, aber die Katze brauchst doch viel lieber. Dankeschön, Mama. Du bist so lieb. Das ist für dich, Kätzchen. Und jetzt gehst du schlafen. Das ist dein neuer Schlafplatz. Gute Nacht. Komm, mein Liebling. Waschen wir unser neues, süßes Haustier. Sie erinnert mich so an dich, als du noch ein Baby warst. Du warst auch so haarig und hast Wuff Wuff gemacht. So, waschen wir dich jetzt, meine Süße. Die Katze riecht so gut. Zum Glück haben wir Rosies Haarshampoo verwendet. Wieso darf Stella diese Katze behalten, aber ich nicht meinen Hund? Das ist so unfair. Mama, wieso ist Rosie immer so gemein zu mir? Ach, ignoriere einfach deine Schwester. Sie ist nur neidisch. Schau, wie süß wir ausschauen. Wie eine Familie, als ob du eine Schwester hättest. Komm, geh schnell Zähne putzen. Ich will ja nicht, dass du Karies bekommst, so wie deine Schwester. Okay, Mama, einmal Zähne putzen und fertig. Und jetzt ab ins Bett, meine Süße. Gute Nacht, Mama. So, mein Kätzchen, Rosies Couch wird dein neues Zuhause sein. Hier wirst du schlafen von nun an. Gute Nacht. Miau, 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 miau. Aufstehen, meine Lieben. Zeit für die Schule. Was ist denn hier passiert? Wie schaut es denn ihr aus? Überall Kacke und Pfotenabdrücke. Rosie, was hast du wieder gemacht? Hast du wieder eine Party veranstaltet und überall hingekotet?
Oh nein, Mama, was ist denn hier los? Wer war das alles? Da ist ja überall Kot hier. Rosie, ich will deine Fäkalien nicht überall in meiner Wohnung haben. Wuff, 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 wuff. Miau. Was ist denn das für ein Lärm? Wie schaut es denn hier aus, Rosie? Weißt du nicht, wo die Toiletten sind? Ich war das wirklich nicht. Das war deine Katze. Ich will nicht mehr von deinen Lügen hören. Ich will, dass du alles aufräumst. Geht, Mama. Es stinkt hier so sehr nach Rosies Kacke. Pass auf, Stella, dass du nicht in die Kacke von deiner Schwester reinfällst. Komm, Stella, wir gehen. Und du, Rosie, ich will, dass alles blitzeblank ist, wenn wir wiederkommen. Oh Mann, Mama, das wird aber sicher ewig lang dauern, denn überall ist Kacke ekelhaft. Oh, ganz ehrlich, mir reicht es jetzt. Meine Finger tun schon weh vom Putzen. Ich bin noch nicht der Sklave von dieser Familie. Mama soll das selber putzen, denn ich war das nicht. Ich werde von daheim jetzt wegrennen. Warte mal, was ist in meiner Sparbüchse? Die Katze hat sogar in meine Sparbüchse gekackt. Ekelhaft. Aber zum Glück habe ich genügend Geld gespart. Ich brauche Mama nicht und ich brauche meine Schwester auch nicht. Ich werde alleine als von daheim aussehen und auf der Straße leben mit meinem Hund. Yay. Das wird so toll werden. Niemand wird mich herumkommandieren und ich muss nicht mehr putzen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Und mit meinem Ersparten kann ich auch shoppen gehen, ohne dass Mama böse auf mich ist. Okay, perfekt. Das war jetzt nun all mein Erspartes. Das sollte, glaube ich, reichen, bis ich alt bin. Und jetzt werde ich zu meinem Hund gehen. Ah, ich freue mich schon so sehr. Ah, ich wette mit euch, Mama, ist es nicht mal aufgefallen, dass ich von daheim weggelaufen bin. Ah, sie und Stella sind sicher glücklich, dass ich weg bin. Mir ist es egal, sollen sie tun, was sie wollen. Toasty, wo bist du? Toasty, wo bist du denn? Oh nein, ist Toasty weggerannt? Toasty, hier bist du. Ja, ich hab dich so vermisst, mein süßes Hündlein. Oh, du bist so lieb. Aber warte mal, was ist das? Du, wo ist deine Hundeschüssel hin? Ist das das Letzte, was du gegessen hast? Oh nein, du musst jetzt am Verhungern sein, Toasty. Komm, ich habe genügend Geld dabei. Jetzt gehen wir dir was Leckeres zum Essen kaufen. So, zum Glück hatte die Tierhandlung noch offen. Und jetzt gehen wir dir was super Leckeres zum Essen kaufen. Was haltest du davon? Ach, schau mal, hier sind die Lieblingskekse, die du so gerne hast. Eine Packung davon nehmen wir mit. Und was brauchst du sonst noch? Vielleicht Spielzeug und eine Haarbürste oder ein bisschen Fisch? Essen Hunde Fisch? Okay, Fisch kaufen wir dir. Scheinbar willst du das haben. Und dann lass mich schauen, was hättest du gerne? Ach, du willst Spielzeug haben. Okay, ich werde dir natürlich ein Spielzeug kaufen. Hier oben den Kauknochen. Das ist toll. Und dann eine Glocke zum Spielen und einen Ball. Okay, jetzt muss ich langsam aufhören, weil sonst kaufe ich den ganzen Laden noch leer. Und eine Bürste vielleicht auch noch, weil du bist schon wieder ganz leicht dreckig. Oh, du musst hungrig sein. Komm, jetzt gehen wir schnell zahlen. Ich hab dich auch so vermisst, Toasty. Also Toasty, ich glaube, das sollte für die nächsten paar Tage reichen für dich zum Essen. Hallo, hast du alles gefunden, was du brauchst? Ich würde gern all das kaufen für meinen Hund. Boah, die muss ja urreich sein, dass sie so viel kauft. Wie viel würde das alles denn kosten? Und kann ich hier mit Bargeld zahlen? Weil ich habe keine Bankomatkarte. Natürlich geht Bargeld, das kostet nur 2000 Euro. Voll das Schnäppchen. Ja, das klingt wirklich nach einem Schnäppchen. Hier ist das Geld, 2000 Euro. Viel Spaß mit deinen neuen Produkten und kommen bald wieder. Boah, ich brauche mehr Kunden wie sie, die sie so schnell abzocken lassen. So, jetzt hast du was zum Essen und jetzt brauche ich noch was zum Essen. Okay, was soll ich nur zum Essen kaufen? Das ist das erste Mal, wo ich entscheiden darf, was ich essen darf, weil Mama kauft mir nur schreckliche Sachen zum Essen. Nein, du darfst keinen Kuchen essen. Dir habe ich schon was zum Essen gekauft. Okay, zuerst gebe ich mir zwei Croissants rein. Lecker. Und dann, okay, du darfst keinen Kuchen essen, aber ich werde mir mal einen Kuchen gönnen. Und noch Toilettenpapier. Was bräuchte man sonst noch, wenn man draußen auf der Straße lebt?
Also Essen habe ich, glaube ich, genug. Ah, noch ein Kakao, was zum Trinken, bisschen Käse, kann auch nie schaden. Käse und Kuchen, das ist mein Lieblingsessen. Und Käse und Kuchen und Pizza, lecker. Okay, perfekt. Endlich sind wir zurück in meinem neuen Zuhause. Jetzt werden wir es uns richtig gemütlich machen. Zuerst packen wir doch mal das Essen aus. Was, du hast Hunger? Lass mich zuerst mal alles auspacken und dann bekommst du dein Essen, okay? Oh, eine Decke hätte ich noch von daheim mitnehmen sollen. Ich hoffe, heute wird es nicht zu kalt in der Nacht. Jetzt habe ich mal alles ausgepackt und ich muss sagen, ich liebe mein neues Zuhause. Das ist so schön und niemand nörgelt mehr. Und Mama sagt nicht mehr, dass ich die ganze Zeit putzen muss. Und ich kann Kakao trinken, ohne dass es mir meine Schwester wegnimmt. Oh, bevor ich es vergesse, Toasty, komm, lass uns noch ein bisschen shoppen gehen. Ich habe noch so viel gespartes Geld. Das Geld wird mir sicher noch reichen, bis ich 100 Jahre alt bin. Und ich brauche nicht mehr Mama. Ich bin nicht mehr auf sie angewiesen. Also, jetzt gehen wir shoppen. Oh, es ist so ein angenehmer Tag heute. Woran kann das liegen? Ich weiß nicht. Es ist so, als ob mir eine riesige Last von den Schultern fällt. Ja, so geht es mir auch, Mama. Ich frage mich, wieso es nicht mehr stinkt hier im Raum. Also komm, sollen wir Mensch, ärgere dich nicht spielen, Kätzchen? Ja. Ich liebe es, Mensch, ärgere dich mit meiner ganzen Familie zu spielen. Kätzchen, du bist jetzt dran. Ein guter Zug, Katze. Super. Oh, Katze, du hast sie gewonnen. Oh Mann, wer hätte das gedacht? Die Katze hat uns besiegt. Lecker. Hier gibt es die beste Fußpilzpizza, Toasty. Hallo, einmal Fußpilzpizza mit ganz viel Hornhaut. Kommt sofort, frisch gehobelt vom Fuß. Vorzüglich, danke schön. Ach, bezahlen muss ich dich ja auch noch. Hier ist das Geld. Okay, Toasty, komm, jetzt geben wir uns noch ein Dürüm Kebapo kaufen. Das ist auch so lecker. Einer meiner Lieblingsessen. Hallo, 2 Döner Kebabse, bitte. 2 Döner Kebabse, kommt sofort. Das wären 4000 Euro. Hier sind 4000 Euro. Hier ist eine Portion und dann kommen die anderen Portionen. Der Rest geht aufs Haus. Oh, danke schön. Boah, das ist so lecker. Das schaut so gut aus. Endlich habe ich mal richtiges Essen und nicht nur verbranntes Essen oder Pizzakrusten. Oh, jetzt bin ich satt. Das war so gut. Und jetzt gehen wir zum Supermarkt. Oh, da gibt es ja den Laptop, den ich schon immer haben wollte. Was? Findest du, ich soll ihn kaufen, Toasty? Okay, okay. Ausnahmsweise kaufe ich ihn heute. Ich habe hier genügend Geld und Mama ist auch nicht da. So können wir gemeinsam in unserem neuen Zuhause Tocker Toast schauen. Hallo, ich würde gern das kaufen. Hier ist das Geld für den Computer. Ich glaube, er kostet 3.800, 960 Euro, oder? Ja, genau. Danke für das Geld. Danke für dein Geld, danke für dein Besuch. Gar kein Problem. Also Toasty, komm, lass uns jetzt nach Hause gehen. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir Entertainment, wir haben Essen. Oh, was will man mehr haben? Unser Zuhause ist so wunderschön. Wir werden so eine tolle Zeit haben. Und dieses Zimmer ist so viel größer wie mein eigenes Zimmer. Oh, okay, meinen neuen Laptop und Rucksack werde ich hier hingeben. Dann können wir gemeinsam nachher noch einen Film schauen. Oh. Naja, ich frage mich, was Stella und Mama gerade machen. Insgeheim hoffe ich ja, dass sie mich vermissen. Ich meine, also jetzt sollten sie sich schon Sorgen machen. So, meine Liebe, es wird Zeit fürs Mittagessen. Ja, gute Idee, Mama. Ich habe solchen Kohldampf. Wie wär's, wenn ich uns einen gesunden, köstlichen Salat mache? Nur uns drei. Mama, du weißt, ich bin allergisch gegen gesundes Essen. Können wir nicht McDonald's essen? Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich habe kein Geld mehr in meiner Geldbörse. Aber ich weiß, wo Rosie ihr Geld versteckt hat.
Boah, Mama, das ist so eine gute Idee. Ist Ihr Geld nicht versteckt in der grünen Box in Ihrem Zimmer? Komm, lass uns gemeinsam gehen. Ja, komm, gehen wir. Deine liebe Schwester ladet uns ja ein. Also kein Stress. Wie schaut es denn hier aus? Rosie, wieso hast du nicht aufgeräumt? Naja, aber eins muss man ihr lassen. Wenigstens hat sie nicht in mein Bett gekackt. Rosie hat ihre Sachen gepackt und all ihr Geld. Sie hat das ganze Geld schon mitgenommen und nicht mal fertig aufgeräumt. Stella, wenn deine Schwester nicht bis am Abend kommt, musst du die Kacke wegräumen. Denn es ist ja deine Katze gewesen. Nein, Mama, meine Katze war das nicht. Stella hat überall hingekackt und ich habe Hunger. Ich gehe mal das Abendessen vorbereiten. Wir haben ja gar nichts im Kühlschrank, denn Rosie war immer für uns einkaufen. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Was ist, wenn ihr was passiert? Nein, ich kann das nicht. Wir müssen Rosie suchen. Sie muss wieder nach Hause kommen. Ich glaube, ich vermisse sie sogar ein bisschen. Ich hol Stella und dann gehen wir Rosie suchen. Genau, aber vorher gehe ich noch kacken. Oh, ich muss dringend. Kätzchen, ich frage mich, ob ich vielleicht zu weit gegangen bin mit meinen Streichen. Irgendwie vermisse ich meine große Schwester schon, weil es muss ich selber aufräumen und ich bin das gar nicht gewohnt. Oh Mann, ich fall gleich in Ohnmacht von diesem Geruch. Oh, nicht mal Handschuhe habe ich, um das wegzuräumen. Sobald ich fertig bin mit dem Aufräumen, muss ich zu Mama gehen. Und dann müssen wir Rosie suchen gehen, weil noch einmal will ich das nicht alleine mit meinen eigenen Händen aufräumen. Dafür sind doch große Schwester da. Komm, Kätzchen, wir gehen jetzt Rosie suchen. Es ist so kalt und ich habe keine Decke mehr gekauft. Und all mein Geld habe ich schon ausgegeben. Und das Schlimmste ist, hier gibt es nicht mal eine Steckdose. Und mein Akku von meinem Laptop ist auch leer. Was soll ich nur machen? Ich weiß, was wir gegen die Langeweile machen können. Wir können ja in den Hundepark gehen. Vielleicht machst du ein paar Freunde toasty. Oh, diese Hunde schauen aber irgendwie sehr, sehr böse aus. Komm, Kätzchen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, Toasty, wir müssen von hier flüchten. Das ist eine Gang von aggressiven Hunden. Komm schnell, sonst werden sie uns doch wehtun. Oh. Wo kann sie nur stecken? Irgendwo muss sie doch sein. Oh, warte mal, ist das nicht ihr Rucksack da hinten? Ich hab Angst. Los, Stella, geh du und hol den Rucksack. Mensch, Mama, ich habe auch Angst. Aber ja, ich hole den Rucksack. Nur weil ich weiß, dass dort Geld drin sein wird. Warte mal, wieso ist der Rucksack so leicht? Da war doch all ihr Erspartes. Sie hat all ihr Geld ausgegeben. Oh Mann, und wer wird uns jetzt McDonald's zahlen, wenn nicht Rosie? Und ein Laptop hat sie sich auch gekauft. Aber warte mal, wieso ist der Laptop alleine hier? Was ist, wenn Rosie wirklich was passiert ist, Mama? Ich mach mir Sorgen. Und ein Laptop? Wieso hat sie ein Laptop hier? Oh, schau mal, da sind Fotos von einem Park. Vielleicht ist sie dort. Los, gehen wir. Wir müssen sie finden. Hier ist irgendwie niemand. Oh, ein wilder Hund. Los, Kitty, attackier ihn. Gute Kitty. Oh, unsere Katze hat uns sogar beschützt, Mama. Rosie, bist du hier irgendwo? Komm schon, Rosie. Komm nach Hause. Rosie, wo bist du? Rosie. Was soll ich nur machen, Toasty? Es wird richtig kalt und unheimlich ist es hier auch. Was soll ich denn nur tun? Ich meine, daheim war es nie immer ideal. Meine Eltern haben mich wie Sklaven behandelt und meine Schwester hat mir die ganze Zeit Streiche gespielt. Aber wenigstens hatte ich ein warmes Bett. Hier ist es einfach nur kalt und ich habe solche Angst. Ich wünschte, ich könnte daheim sein. Warte mal, Toasty. Hörst du das auch? Ich glaube, jemand ruft meinen Namen. Wer könnte das sein? Mama, die Katze hat Rosie gefunden. Rosie, hier bist du. Rosie, du bist wieder da. Wir haben dich gefunden. Mama, Stella, was macht ihr denn beide hier? Ich bin so froh, euch zu sehen. Du bist wieder da. Rosie, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Du hast dir Sorgen gemacht um mich? Es tut uns so leid, alles, was wir dir angetan haben. Wir haben jetzt realisiert, dass wir schlechte Menschen waren. Und du kannst den Hund gerne mit nach Hause nehmen. Er ist jetzt auch ein Teil dieser Familie. Und Kitty natürlich auch. Und oh, wie süß, sie gibt dir sogar seinen Hut. Komm, Rosie, gehen wir wieder nach Hause. Oh, Mama, ja, bitte, mir ist so kalt.
Zur Feier des Tages machen wir einen Filmabend, Rosie. Und du darfst dir den Film aussuchen. Mama, am liebsten würde ich den Film Harry Potter und der Halbbrot-Bro anschauen. Oh Mann, ich hasse Harry Potter. Aber okay, ja. Ich werde mir schon die Augen desinfizieren. Und dann können wir uns den schrecklichen Film anschauen. Also ich liebe Harry Potter. Und wieso seid ihr eigentlich mich suchen gekommen? Ich hätte gedacht, dass euch nicht mal auffällt, dass ich weg bin. Also ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr viel bedeutet, dass ihr mich suchen gekommen seid. Und es tut mir wirklich leid, dass ich Stella immer bevorzugt habe. Los Stella, geh das Klo putzen. Oh Mama, das ist aber eine wunderbare Idee. Oh, und Stella, ich glaube, deine Katze hat schon wieder zu viel Red Bull getrunken. Oh nein, sie dreht ja voll durch. Das ist schön. Und jetzt, Stella, geh das Klo putzen, während ich und Rosie uns den Film anschauen. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Und schreibt bitte in den Kommentaren, was für eine Story ihr als nächstes gerne sehen würdet. Und jetzt grüßen wir unsere lieben Kanalmitglieder. Ganz liebe Grüße an LOL, AV Extric, Friedi Sitter, Fenan und Talker Cherry. Danke für euren Support, ihr seid die Besten. Und wenn ihr am Ende unseres Videos auch erwähnt werden wollt, dann macht es einfach wie die liebe Albina und hinterlässt uns einen lieben Kommentar. Giorgio, danke schön, dass du die Glocke aktiviert hast. Und Suleita Oplika, danke schön, dass du uns folgst. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Und wir sehen uns zur nächsten Story wieder. Tschüss, Toasties. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.